Herzlich willkommen bei Der Heider. Und zwar nicht ein normales Der Heider, sondern Der Heider versus. Und weil sich Idioten nur gerne im Rudel bewegen, habe ich mir einen Idioten eingeladen. Das ist André Peschke. Hi, André. Es freut mich, dass ich dabei sein durfte. Manche kennen dich vielleicht noch aus, weiß ich nicht, irgendwelchen Magazinen oder so, aber was viel wichtiger ist, du warst mal. Als der Typ, der dich mit Wasser angespuckt genau, hat. Genau, genau. Was so viel wichtiger ist, du warst mit mir bei High Five Live und wir haben uns gegenseitig. Ja? Ja. Ich habe dich ja ordentlich im Mund erwischt. So, oh ja. Und weil wir ja nicht normal können, sondern immer bloß Scheiße zusammenbauen. Und weil mir das so gut gefallen hat. Richtig. Haben wir uns überlegt, bei Der Heider versus machen wir, naja, einerseits Challenges bei Spielen während des Spielens und nachher gibt es noch eine Bestrafung in einem separaten Video. Dann könnt ihr euch nämlich überlegen, ob ihr es anschauen wollt oder nicht. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Wir sind beide große Steve-Oat-Fans. Von daher, in der heutigen ersten Episode werden wir Mortal Kombat gegeneinander zocken. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie lange wir es aushalten. Deswegen würde ich einfach mal sagen, erstmal eine normale Runde. Es ist einfach eine Reminiszenz an unser klassisches Mortal Kombat, das quasi die Keimzelle all dessen war. Richtig. Und wir haben jedes Mal ein Handicap. Richtig. Und das Handicap haben wir hier. Ich habe auch schon übrigens hier das passende Accessoire. Du bist gefunden. Also die Martin Gilsia der Neuzeit, falls den noch jemand kennt. Das ist quasi, das ist das Handicap. Man sieht es noch nicht. Ja. Aber was aussieht wie so ein Cheerlingsbecher, ist tatsächlich eine Tasse zur Hälfte voll mit Himbeerbrause. Behindbeerbrause? Aha. Ja. Und Florian, ich erkläre dir mal ganz kurz die Regeln. Ja. Ja. Du nimmst diese Tasse. Da sind ungefähr 8 Packungen Brausepulver drin. Du haust dir die Scheiße ins Maul. Mhm. Du darfst nicht runterschlucken. Ja. Ja. Deine Maul muss zubleiben während des ganzen Spiels. Sobald du was davon rausspritzt, hast du verloren. Ach so. Ja. Echt? Ja. Also wenn ich abspritze, habe ich verloren. Ja. Wie im wahren Leben. Es kommt jetzt darauf an, ob die Mami reinkommt. Aber ist das so? So läuft es, ja. Okay. Und ich würde sagen... Und wer bei Mortal Kombat verliert, der kriegt auch noch eine Strafe und die zeigen also wir wenn dann du, in der nächsten Folge. Genau, ja. Also wenn du es schaffst, quasi den Mund voll zu behalten und zu gewinnen, dann hast du gewonnen und im anderen Fall hättest du verloren. Ja. Okay. So sind die Regeln. Ja, das Mortal Kombat. Das ist ganz klassisch. Das war also im ersten Teil stand es noch in der Anleitung so. Challenge Tower Nummer 1. Richtig. Ja, ganz genau. Wir haben auch einen kleinen Spucknapf, falls wir doch irgendwie Spooky machen müssen. Wir sagen jetzt nicht, welches Logo. Wir haben den hier und wir haben den kleinen Spucknapf und wir haben auch noch, wenn man mal groß muss. Falls doch Durchfall passt. Für die großen Katastrophen. Oh Gott, ey, das ist echt schön. Ich habe gestern... ich tue das mal hier in die Mitte. Ins Glas geschaut. hast gedacht, du übst schon mal. Ja, ne? Ja. Super. Ja, schon mal warm gekotzt. Oh, shit. Ja, nicht nur das. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Machen wir das jetzt, ne? Ja, genau. Cool. Wir, würde ich sagen, gehen wir schon. Ich habe die Mortal Kombat-Brille auf. Oh Gott, ey. Vielleicht, ich wollte dich täuschen, dass du im Einzelspieler-Modus spielst. Wir haben das seitdem auch nicht mehr gespielt, alle beide. Das heißt, es wird ein riesiges Dilettantenfest. Du musst jetzt A drücken. Ja, darum geht's nicht in Heider Birds. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ne? Gibt es da M. Bison noch im Mortal Kombat? Ich war mal gut mit dem Kenshi, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ich nehme mal Scorpion. Ja, dann nehme ich Louis Kang. Okay. Louis Kang. Ist das der italienische Bruder? Luigi Kang. It's a me, Kang. Wie machen wir es jetzt? Müssen wir das jetzt nicht schon längst im Maul haben? Ja. Ich sage einfach mal ja. Wir haben uns gedacht, das fällt keinem auf. Okay. Also dann Stößchen, ne? Stößchen. Klingt das jetzt alles? Aber ich mache jetzt einfach, bis mein Maul voll ist, ne? Nein, du machst das leer. Die ganze Tasse. Rein damit. Ja. Und ab dann Maul zulassen.
Das war die beste Idee. Oh Gott, es wurde immer größer. Wie so ein scheiß Luftballon. Oh Mann, und dann hat sich's immer so Richtung Rachen ausgedehnt. Shit. Ja, super. Im Hintergrund schmeißen sie sich gerade, ich sah auch alles so geil weg. Im Hintergrund in der Hände so. Alright. Ich hab's in der Nase. Oh mein Gott. Ja, ich hab wohl nicht gewonnen, oder? Mehr hast du nicht. Oh fuck. Oh, komm, beschreib, wie war's? Das Beste. Also es schmeckt erstmal beschissen, es schmeckt so ein bisschen wie die Säure-Version von Kaba Erdbeer übrigens. Scheiße, ey. Aber es ist, hast du einen Sprung reingereicht? Das ist die Druckwelle gewesen. Okay, was heißt? Was wir jetzt einfach nur so ekelhaft. Was wir jetzt schon sagen können. Aber ich hoffe, meine Mutter sieht das nicht. Schickt uns eure Videos von der Browser-Challenge. Was wir jetzt schon sagen. Boah, das ist eklig. Alles ist glitschig. Boah, ich hab das so im Hals, das ist so eklig. Was wir jetzt schon. Fang den Satz nochmal an. Adrian. Adrian, ich kann das nicht Adrian anfassen, Mann. Es geht nicht. Es geht nicht. Du schaust aus, ey. Ja. Also, was haben Sie jemanden im Schnitt? So, Stößchen. Oh, ich weiß nicht. Was? Bist du sicher? Okay. Also was wir jetzt. Also was wir jetzt schon sagen können, das, ja, was der Flo sagen will, ist, dass wir jetzt schon Dinge sagen können. Also was wir jetzt schon sagen können. Ich kann es nicht empfehlen. Du musst das nicht trinken. Ah, oh, es ist eklig! Was? Du hast, nach unten schauen, du hast es am Kinn. Achso. Ja, es baumelt. Okay, also was wir jetzt schon sagen können ist. Entschuldigung. Ob meine Hände jemals ihre normale Farbe zurückbekommen? Nee, auch nicht in eine normale Form. Der André muss das nicht denken, wir haben was anders vorbereitet. Ja. Was wir vorbereitet? Ein Glück. Seht ihr in der nächsten. In der nächsten Folge. Das Ding, ich glaube, der Kampf war jetzt 30 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, ich habe vor allem die ganze Zeit so viel damit zu tun gehabt, diese Scheiße. Das dehnte sich dann immer aus und es geht dann so Richtung Hals und dann kriegst du keine Luft mehr. Das war die ganze Zeit so. Und in dem Moment ist mir siebenteils eingefallen, dass meine Nase nicht so ganz frei ist, wenn ich wahrscheinlich ersticken werde. Aber Gott sei Dank. Es ist so wie bei Rocky 4. If he dies, he dies. so sind wir hier bei Heider Hated vs. Ja. Schwarzen Heider Hated. Der Heider vs. Ich kann nicht mehr. Ja. So, schreibt uns am besten nichts in die Kommentare. Vergesst, was ihr gesehen habt. Boah, ich muss Entschuldigung. Der perfekte Abschluss. Ich kann nur sagen, bis zur nächsten Folge, zur Bestrafungsfolge. Heider out. Dankeschön. Oh my God.